Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Exilia 2. Beim letzten Mal haben wir unser mittlerweile vierten Wegweiser erhalten, indem wir Odin in seiner Dimension vernichtet haben. Und er hatte am Ende, kurz bevor die Dimension zerstört wurde, etwas sehr Interessantes gesagt, worauf die Charaktere gar nicht drauf eingegangen sind. Vielleicht, weil sie es gar nicht gehört haben. Denn er sagte, El sei die wahre Kresnik. Eine sehr interessante Aussage, mit der wir wahrscheinlich schon demnächst mehr anfangen können. Wir haben beim letzten Mal Kapitel 10 in der Hauptgeschichte abgeschlossen, Donner in der Ferne. Und ich hatte ja beim letzten Mal versprochen, dass ich offscreen mal wieder ein paar Gebiete säuber. Habe ich auch getan, und zwar genauer gesagt den Katama-Gipfel. Können wir uns mal kurz hier auf der Karte anschauen. So viel Interessantes gab es dort nicht zu finden, bis auf eine Katze, die sehr gut versteckt war. Von der haben wir auch das Halsband bekommen, sprich, das war wieder eine Katze, die auch für die Auftragsbörse von Bedeutung ist. Ansonsten habe ich nicht so viel gefunden, bis auf eine Sache, denn in dieser Region hier war ein Elite-Monster zu finden, was ich aber selbstverständlich noch nicht angegriffen habe. Das werden wir wahrscheinlich eventuell unter Umständen demnächst mal in Angriff nehmen. Ansonsten gab es nicht so viel zu sehen. Und ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, wie ich schon beim letzten Mal vermutet habe, die Epsilia-Ruinen, die wir beim letzten Mal ja fertig erkundet haben, sind in unserer Hauptdimension nicht betretbar. War auch irgendwie so zu erwarten. Dann können wir jetzt unserem nächsten Hauptziel nachgehen und das wäre mal wieder unsere Schulden ein bisschen abzubezahlen. Unsere nächste Schuldentilgungsgrenze, so rum, beträgt 200.000. Ihr seht, 120.000 haben wir knapp. Sprich, wir müssen noch ein bisschen Kohle sammeln und hier liegt einfach mal zufällig 1.000 Gold rum. Und ein bisschen Elementerz, wenn es da schon mal ist, können wir natürlich auch mitnehmen. Wobei, eine Sache habe ich noch gefunden auf dem Kuhmalerpfad, so heißt er doch richtig, oder? Und zwar, das war schon wieder so lange her, ist hier nicht mehr mit aufgeführt. Und zwar habe ich dort noch einen Extraktor gefunden. Einen sehr interessanten. Ich habe übrigens, by the way, die Extraktoren auch mal ein bisschen gewechselt. Mida habe ich mal den Wasserfall gegeben, damit sie den Illusionsschritt und den Sprungabbruch beherrscht. Wundert mich, dass sie das immer noch nicht kann, aber das soll sie jetzt demnächst lernen. Ich kann mal wieder ein bisschen durchswitchen. Den blendenden Blitz, das war nämlich der Extraktor, den ich auf dem Pfad gefunden habe. Und der hat die Besonderheit, dass er drei Elemente beinhaltet, nämlich Licht, Wind und Feuer. Das haben bislang die allerwenigsten Extraktoren. Ich glaube sogar unser einziger, der gleich drei Elemente hat, oder? Bin mir gerade etwas unsicher. Wir haben ein paar mehr, die zwei haben. Aber ich glaube, das ist tatsächlich der einzige, der sogar drei besitzt. Ich switch trotzdem mal hier wieder ganz kurz durch. Und diesen Extraktor, ultimativ fruchtbar Erde, den haben wir ja nach dem Endkampf mit Odin beim letzten Mal bekommen. Den habe ich mal Gaius gegeben, weil der extrem viel dort lernen kann. Dafür hat Musi den Feuerregen bekommen, wo sie extrem viel lernen kann. Und extrem viele Fähigkeiten und Artes lernen ist nicht verkehrt. Fertigkeiten habe ich auch mal wieder zwischendurch mal angepasst. Was wir noch machen müssen, ist mal wieder Objekte neu einkaufen. Aber bevor wir das machen, ich habe es aber letztes Mal gesagt, wir wollen, nachdem wir das 10. Hauptkapitel abgeschlossen haben, jetzt mit den Figuren-Nebenereignissen fortfahren. Und da haben wir anscheinend nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder nach Xiandu oder wir können nach Fenmont. Die Route wurde uns ja beim letzten Mal freigeschaltet. Und ich denke, dort werden wir als nächstes auch hingehen. Ist nur die Frage, wie kommen wir dorthin? Ich denke mal, wieder durch das Boot, oder? Denn Nova hatte uns beim letzten Mal gesagt, dass der Schiffsbereich, der Seehafen von Fenmont freigegeben ist. Sprich, wir müssten eigentlich auch dort mit dem Schiff hinfahren können. Und eigentlich hätte ich auch Schiffeingang nehmen können, aber es sind ja nur ein paar Meter bis zur Fähre entfernt. I know I have a boyish charm that belies my age. But if you keep staring like that, I'm going to start blushing. It's not that. I think there's a bug on your face.
Ja, manchmal ist es so simpel. Okay, das freut mich, dass es der guten Musi anscheinend langsam auch Spaß macht. Aber jetzt haben wir erstmal wieder ein Zwischengespräch, den Dienern dienen. You know, Jude, you've really grown up since I saw you last. Muse, you're awfully close. You're giving me the cold shoulder. We used to be tether friends. Tether friends? Doesn't that sound intense? Oh, Jude, hold me tight and let's tether all night long. Don't make it sound like that. I just shared some of my mana with Muse when she was in a weakened state. It doesn't mean anything. It means everything. To a spirit, receiving mana through direct tethering is a very powerful and intimate experience. It is? Why didn't you ever tell me that, Muse? You were so strong, Gaius. When I tethered with you, I was just so overwhelmed. Think I have taken on such a deep responsibility, even if unknowingly. Muse's a wicked one. I'd say that Jude was a very giving tetherer, while Gaius was more the commanding type. I wonder what it would be like to tether with you, Luger. Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage, denn wenn ich mich richtig erinnere, haben wir bis jetzt mit Muse noch gar nicht zusammen gekämpft, obwohl sie eine sehr interessante Partnerfertigkeit hat. Aber was sagen wir zu ihr in dieser Situation? Ich mag ein wenig Abwechslung. Oder wie verbindest du dich denn gern, Muse? Erste Variante wäre natürlich so ein bisschen Forscher, was Muse, glaube ich, etwas besser gefällt. Denn sie verbindet sich ja auch fast mit jedem, ne? Die kleine Schlange. Ich sag mal Ersteres. Verdammt. The best of both worlds. Oh wait. Luger's an Olympian, so he doesn't produce mana. Ach stimmt. That means we can't direct tether. What a shame. I'd count your blessings, Luger. Trust me. You don't want to be tether friends with her. Nicht? Auch wenn ich schon beim letzten oder vorletzten Mal gesagt habe, dass Muse mir nicht so unbedingt sympathisch ist. Aber sie ist auf jeden Fall sympathischer geworden gegenüber dem ersten Teil. Aber ich werde sie auf jeden Fall demnächst auch mal wieder mit in die Gruppe nehmen. Ein bisschen Abwechslung tut uns bestimmt nicht schlecht. Tut uns gut, wollte ich eigentlich sagen. So, Femmon Seehafen, tatsächlich. Der steht jetzt zur Auswahl. Dann reisen wir dort jetzt mal hin. In die alte Stadt, wo Jude studiert hat, Medizin studiert hat. Und wo unser Abenteuer ja erst richtig angefangen hat in Tales of Exilia 1. Hier hat alles seinen Lauf genommen. Hier haben sich Mida und Jude das erste Mal getroffen. Und hier hat er wirklich alles angefangen. Und damit sind wir das allererste Mal in Tales of Exilia 2, also auch in Fenmont, wo Geisterartes Gestalt annehmen. Ich quatsch mal mit ein paar Leuten und lese mir jetzt mal ganz kurz durch, ob die irgendwas Interessantes zu sagen haben, was ich mal wieder stark bezweifle. Ach, und hier gibt es gar keinen Markt. Schade. Normalerweise ist das so, dass an den Seehäfen zumindest immer ein paar Händler stehen. Aber ich glaube, im Stadtkern, im Stadtinneren werden wir noch bestimmt den einen oder anderen Shop begegnen. Und ich habe doch richtig im Augenwinkel gesehen, dass da eine Katze ist. Und zwar Halunke. Der olle Halunke. Ich muss kurz lachen, weil mein Pro-Club-Team in FIFA 15 Halunken heißt. Deswegen muss ich da ganz kurz schmunzeln. Es gibt keine Zufälle im Leben, liebe Leute. Denkt an meine Worte. Es gibt keine Zufälle. Okay, aber gehen wir mal ins Stadtinnere, so rum. Ich habe wieder ein paar Sprachfehler. Genauer gesagt sind wir jetzt an der Universität, ne? Genau, die medizinische Universität von Thalem, wo der gute Jude lange, lange studiert hat. Und die Stadt ist ja bekanntermaßen etwas größer. Ich glaube mitunter sogar die größte Stadt hier in Riezimexia. Wenn wir dort weitergehen, kommen wir zu den Arklund-Sümpfen.
Waren wir da eigentlich schon? Nee, da waren wir auch noch nicht. Ein weiteres Monstergebiet, was ich noch cleanen muss. Was ich aber natürlich offscreen wieder machen werde. Da geht es wieder zurück zum Hafen. Und wo geht es dahin? Da geht es noch weiter ins Stadtinnere. Aber wir gucken uns erstmal an der Uni ein bisschen um. Ach, hier steht Woven. Hohohoho. Wir stehen jetzt wohl in Frau Novas Schuld. Seltsamerweise kann ich nicht anders als darin die Buße für meine Tat als Soldat zu sehen. Okay. Und da kommt auch schon ein alter Patient gerade aus der Klinik. Dann gucken wir uns nochmal um. Vielleicht finden wir den einen oder anderen alten Bekannten von Jude hier wieder. Ich kann mich an eine Kollegin so ganz dunkel erinnern. Eine alte Bekannte. Leider kann ich mich an ihren Namen nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, die Leute hier haben jetzt nichts so Interessantes zu sagen. Oh, Probleme, blablablub. Technologie ist natürlich auch hier an der Universität ein großes Thema. Okay, hier geht es noch weiter in den ambulanten Bereich. Vielleicht können wir sogar das ehemalige Arbeitszimmer von Jude betreten. Voodoo-Zauber. Nein, das ist kein Voodoo-Zauber hier. Ach, und da können wir es tatsächlich betreten. Prüfen. Ambulanter Untersuchungsraum 5. Aber hier... Ach, sieh eine an, die Taube. Ist sehr cool. Ich glaube... Oh, wenn ich mich so ganz dunkel an Tales of Exilia 1 erinnere, gab es da eine Nebenquest bezüglich Tauben. Ich weiß gar nicht, ob ich die gezeigt habe. Aber das kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen. Aber ganz nett, dass man die Taube hier nochmal wieder sieht. Und hier finden wir feine Daunen so rum. In der Schublade. Wer bist du? Jude Mathis ist jetzt ein berühmter Forscher, aber er studierte hier früher Medizin. Seine umsichtigen Analysen und seine Persönlichkeit waren bei den Patienten sehr beliebt. Definitiv. Okay. Aber ansonsten scheint es hier nichts weiter zu geben. Okay, dann haben wir mal der alten Uni von Jude einen Besuch abgestattet. Aber mehr gibt es hier leider anscheinend nicht abzustauben. Alles wie gehabt. Hier konnten wir was prüfen. Lavendel! Einfach mal da in der Zimmerpflanze. Warum nicht? Nehme natürlich gerne mit, was mich daran erinnert, dass ich die ganzen Orte mal etwas genauer eigentlich untersuchen sollte. Und deine Katze ist zurückgekehrt. Wunderschön. Jede Menge gefunden, allerdings keine zweite Katze, die ich mir erhofft habe. Okay, dann schicken wir dich mal wieder woanders hin. Und zwar nach Marksburg, da fehlt auch noch eine Katze. In Sheraton fehlt auch noch ein Item und eine Katze. Dann schicken wir dich erstmal nach Sheraton. Los geht's, Rollo. 62 Katzen haben wir mittlerweile schon gefunden. Von 100. Aber ich bezweifle, dass wir alle 100 in diesem Let's Play finden werden. Übrigens, was ich auch noch gar nicht erwähnt habe. Das Hauptziel des Spiels ist es ja nicht, die Schulden abzubezahlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch die waren. Waren das... Wie viele Millionen waren das? 30 Millionen? 50 Millionen? Ich habe keine Ahnung, wie hoch unsere Schulden am Anfang des Spiels waren. Zwar ist es nicht erforderlich, dass wir die Schulden komplett zurückbezahlen, aber theoretisch ist es möglich, dass wir tatsächlich den kompletten Betrag an die Spyrus AG überweisen. Hat allerdings storytechnisch überhaupt keinen Einfluss, aber soweit ich mich eingelesen habe, gibt es dann eine etwas längere Bonusszene. Allerdings möchte ich nicht, oder kann ich nicht versprechen, ob ich die auch wirklich komplett zeigen werde. Oh, da gibt es noch einen gesonderten Bereich, sehe ich gerade. Gab es den im ersten Teil auch? Denn da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Oder war das der Shop Market? Nee. Gab es den Bereich auch im ersten Teil? Ich kann mich echt nicht dran entsinnen.
Da geht's in den Leertrakt. Können wir auch noch mal ganz kurz reinschauen. Kann sein, dass ich mich täusche, aber ich meine, den Abschnitt hier hat es gar nicht gegeben im ersten Teil. Andererseits, warum sollten sie in Tales of Exilia 2 so ein Part hier noch mit reinbauen? Denn es scheint hier eigentlich nichts weiter zu geben. Der sah irgendwie besonders aus, weil er da so auffällig stand. Ah, da hier können wir noch was prüfen. Kokettenbrötchen, natürlich Studentenfraß, was wir da einsammeln können. Underworld-Reaktorplan. Wer nicht weiß, was das ist, hat den ersten Teil nicht gespielt. Oder nicht bei mir gesehen. Blablabla, Studentengelaber. Was wir auch schon vom ersten Teil zu häufig gehört haben. Okay, aber auch sonst scheint es hier nichts Besonderes zu geben. Hier wird noch das mit dem Mana-Lappen anscheinend erklärt. So die grundsätzlichen Funktionen, wie die Magie bzw. wie die Geisterartes hier in der Welt von Rietze Maxia funktionieren. Aber das wissen wir ja alles aus dem ersten Teil, das müssen wir uns nicht nochmal anhören. So, dann haben wir den Bereich der Universität aber gesehen. Dann werden wir jetzt weiter südlich gehen, Richtung Hauptplatz. Denn da gab es, glaube ich, auch irgendwo ein großes Geschäft. Genau, da haben wir es auch schon. Gerade zentral auf der Karte gesehen. Was war das? Da können wir übernachten. Ach komm, wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Ich hörte, dass ein Monster namens Kulis Auge an der Barnauer Höhenstraße erschienen ist. Es scheint anfällig gegen Lichtangriffe zu sein. Und wenn ihr anschließend mit unterschiedlichen Elementen angreift, solltet ihr es mit Leichtigkeit besiegen können. Alle Schussangriffe sind jedoch nutzlos und Angriffe, die auf Dunkelheit basieren, kann es absorbieren. Ach, und deswegen hat er wieder so einen roten Smiley. Die Typen, die so einen roten Smiley über dem Kopf haben, die liefern wertvolle Informationen, zum Beispiel über Elite-Monster. Und das war zum Beispiel doch gerade eben wirklich recht hilfreich. Schlafen müssen wir nicht, wir sind bei voller KP. Ach, und schau mal an, was ein Kunde da auf dem Barhocker sitzt. Die liebe Fuxi. Und wir haben Fuxis Halsband. Sprich, eine weitere Katze für die Auftragsbörse gefunden. Blablabla, was hast du gerade Marcia gesagt? Angeblich hat sich Kanzlerin Marcia von Olympias mit dem Generaldirektor von Spybills zusammengetan. Außerdem unterstützt die Spybills AG nun nicht mehr den Underworld-Reaktorplan, sondern ist für den Frieden. Und Marcia, die für Frieden kämpft, wurde zugleich Kanzlerin. Ist das wirklich Zufall? Ja, ich glaube, über Marcia werden wir noch in Rowans Geschichte ein bisschen mehr erfahren. Ach, da sind Leia und Elvin. Guten Tag. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Zimmer? Ne, das ist nur ein Flur. Aber hier haben wir noch Zimmer, in die wir natürlich einfach so eintreten können. Ganz rollenspieltypisch. Aber hier gibt es mal wieder nichts? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Aber vielleicht ja in diesem Zimmer. Und wenn es nur ein Edelstein ist oder so. Oder zum Beispiel gegerbtes Leder. Damit bin ich doch auch schon zufrieden. Okay, die Leute lassen wir aber mal in Ruhe. Auch wenn wir sie eigentlich jetzt schon gestört haben. Bei ihrer Zweisamkeit. Und es scheinen einige Olympionen hier nach Fenmont gekommen zu sein. Ja, die Beziehung zwischen den beiden Ländern, zwischen den beiden Nationen ist immer noch extrem angespannt. Ich hoffe, dass wir irgendwie unserem Teil dazu beitragen können, diese Spannung so ein bisschen, ja, zu entspannen. Mir ist gerade kein anderes Wort, kein besseres Wort eingefallen. So, dort geht's wieder hin zurück, aber ich möchte als nächstes zum Markt eigentlich mal kurz shoppen gehen. Wo geht es dahin? Da geht's zur Barnauer Höhenstraße. Da waren wir auch noch nicht. Noch mehr Monstergebiete, die es zu cleanen heißt. Wassersystem, Heimbäume, das kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Ach, und an dieser Stelle kann ich mich erinnern, als ich mal eine ganze Zeit lang nach Aegir gesucht haben, als wir das zweite Mal nach Fenmont kamen im ersten Teil. Und Aegir auf einmal verschwunden war, wie ich da wirklich stundenlang vielleicht nicht, ist übertrieben, aber minutenlang nach ihr gesucht habe und sie dann da
neben diesem Gebäude stand. Oh, das war ätzend. So, wo wir schon mal hier sind, können wir mal ein bisschen einkaufen gehen. KP brauchen wir nicht, aber TP brauchen wir auf jeden Fall. Brauche ich mal 12 Stück. Ananasgummi, die sind aber arschteuer. Aber ich kaufe mal ein paar davon, 2 Stück. Tränke des Lebens brauche ich auch immer auf Maximum. Allheiltränke kaufe ich auch mal. Sirup auch 1. Heilgetränke kann ich auch ein bisschen einkaufen. Und zack, haben wir 14.000 Gold für ein paar Objekte ausgegeben. Aber dafür sind wir jetzt erstmal wieder gut aufgestockt. Ach, und da ist Elise. Was machst du denn hier? Ich glaube, Elle und ich werden immer bessere Freunde. Oh, ich meine, ihr beide werden auch immer bessere Freunde, Luga. Ach, Elise, du bist so liebenswert. Zubehörecke. Das ist eigentlich der Laden, wo ich so gut wie nie einkaufe, weil die Sachen A, ziemlich teuer sind und B, meistens ziemlich nutzlos sind und C, wir die sowieso irgendwo auf unseren Reisen finden, beziehungsweise sogar noch bessere Gegenstände finden. Gute Stiefel erhöhen die ganzen Werte natürlich ganz ordentlich. Eisengamaschen, aber 6500, ne. Das ist mir alles zu teuer und nach wie vor ist es ja so, oh, da ist eine Katze. Fast dran vorbeigelaufen. Suzuki! Wo ist Toyota? Wo hast du sie gelassen? Was wollte ich gerade sagen? Auf jeden Fall war es ja bislang in den Kämpfen immer so, dass wir auch bislang ganz gut durchgekommen sind. Bessere Ausrüstungsgegenstände als in Leront können wir hier anscheinend nicht kaufen. Bei den Waffen wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein. Wobei die Schwerter sind schon 2 Stufen besser bei Luga. Boah, der Hammer ist auch deutlich besser. Aber die Dinger sind auch ziemlich teuer. Mächtige Handschuhe. Oh, da können wir sogar schon wesentlich bessere Waffen kaufen. Für Mida ebenfalls. Oh, AZ auf 9 erhöhen. Die physische Verteidigung geht zwar minimal nach unten, genauso wie die Stärke. Aber Angriffskraft auf beiden Seiten würde nach oben gehen. Aber ist halt nicht ganz so billig. Aber zum Beispiel für Elvin lohnt sich das auf jeden Fall. Der Angriff geht um über 300 nach oben. Aber kostet auch 10.000, das gute Teil. Elise? Oh, ich weiß nicht. Soll ich mal mich ein bisschen aufrüsten? Erste Liebe. Ja, das passt ja natürlich perfekt zum Muse. Oh, ich weiß nicht. Wir haben ja kaum Kohle. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geld scheffeln gehen. Werde ich vielleicht auch offscreen mal wieder dann erledigen. Oh, hier ist wieder einer mit einem roten Smiley. Achso, das ist ein Ressourcenratgeber. Alles klar. Bei denen können wir uns informieren, wo wir seltene Substanzen finden können. Und was bist du für einer? Wir renovieren derzeit den ersten Stock und werden sobald nicht wieder eröffnen. Entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Bitte kommt wieder, wenn ihr eure Angelegenheiten erledigt habt. Welche Angelegenheiten? Dann haben wir wieder auf und werden nur die besten Produkte anbieten. Okay. Samsara Handelsstation. Die gab es aber definitiv nicht im ersten Teil. Da bin ich mir wirklich sehr sicher. Okay, hier müssen wir also erst zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Es gibt sowieso einige Orte, die wir später nochmal aufsuchen können. Ich kann mich auch bei meiner Offscreen-Phase erinnern, das habe ich euch, glaube ich, gar nicht erzählt. In der Fergana-Mine war unter anderem auch ein Typ, der gesagt hat, dass er bessere Gegenstände für uns herstellen kann. Allerdings nur, wenn wir im Level im Kolosseum hoch genug sind. Und ich meine mich auch dunkel zu erinnern, dass es noch 2, 3 andere Leute gab, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, wo wir später nochmal hin können. Achten Sie mal einer an, da ist das Figuren-Nebenereignis Richtung Orderpalast. Den müssen wir uns eigentlich auch noch anschauen. Und das Forschungszentrum ist ja auch noch da. Oh, holy shit. Gehen wir erstmal zum Forschungszentrum. Falls wir es überhaupt betreten können. Das ist auf jeden Fall der Weg dorthin. Ach, und natürlich an dem Ort, wo die beiden sich das erste Mal begegnet sind. Hier stehen die beiden natürlich. Jude und Mila. Mila verhält sich eigenartig. Hast du gesagt?
Achso, sie meint, glaube ich, beim letzten Mal haben wir ja noch am Ende des letzten Partes gesehen, dass der Rollo aus der Splitterdimension, die wir kurz vorher zerstört haben, mit in unsere Dimension gekommen ist. Und als dieser Rollo dem echten Rollo aus dieser Dimension gegenüberstand, ist der Rollo aus der Splitterdimension auf einmal verschwunden. Was mich natürlich in meiner Theorie weiterhin sehr bestärkt. Ach, wir können das Forschungszentrum betreten. Was mich in der Theorie weiterhin stärkt, dass sich zwei identische Personen aus verschiedenen Dimensionen nicht in einer Dimension begegnen können. Beziehungsweise begegnen können sie sich schon, aber innerhalb von kurzer Zeit wird sich einer dann von beiden auflösen. So, hier ist eine sehr ernste Musik irgendwie, beziehungsweise fast überhaupt keine Musik. Aber liebe Leute, mit einem Blick zur Uhr muss ich schon wieder feststellen, dass wir an dieser Stelle einen Schnitt machen müssen. Jetzt waren wir hier schon wieder länger unterwegs als gedacht. Wir sind mit der Erkundung, boah, und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, mit der Erkundung von Fenmont noch nicht fertig. Beim nächsten Mal werden wir mit dem Forschungszentrum weitermachen. Danach werden wir eventuell sogar noch dem Orderpalast einen Besuch abstatten. Und dann werden wir endlich mit den Figuren Nebenereignis, was hier stattfinden soll, ebenfalls fortfahren. Allerdings erst in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Tales of Xyz 2, während der Ladebildschirm bzw. Speicherbildschirm sich füllt und ich euch in diesem Moment mal wieder entlassen darf und mich bedanken darf, dass ihr auch bei diesem Part wieder zugeschaut habt und es hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder tut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.